Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute fahre ich hier mal diese 125er Shopper mit dem V2 Motor, wie man sehen kann. Und ja, das ist die Shopper von ihm hier. Der stellt mir heute zur Verfügung. Und ja, erzähl mal ein bisschen was über das Ding. Ja, ist eine Yamaha Virago 125, erstes Baujahr 1997, mit 10,3 PS, nicht 11,4. Ja, zwei Zylinder, 10,3 PS, luftgekühlt. Anderer Auspuff von Turbokit, ja, oder ist eine Marke oder Untermarke von irgendeinem anderen Hersteller. Ja, Höchstgeschwindigkeit laut eingetragen 107 km/h. Ob man es schafft, ist halt so die Sache. Ich habe mal 120 geschafft, aber ja, kein ABS. Super weiches Fahrgefühl. Naja. Und einfach zum Chopper ein bisschen chillen. Ja, safe. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Vor allem denkt man so gar nicht im ersten Moment, dass es eine 125er ist unbedingt. Ja, die gleiche gibt es auch beispielsweise als 250 Kubik, ist einfach nur der Hubraum anders, ein bisschen größer. Sieht man das denn optisch auch stark? Man sieht hier hinten bei der Fußraste, an dem Teil hier, das ist nämlich bei der 250er Silber. Ja. Okay. Und dann halt noch andere Farbkombinationen, aber ja, sonst nicht super viel. Und was hast du dafür bezahlt? 2300 Euro. Okay. Reparaturen plus Aftermarket-Sachen. Und dann so insgesamt, also so wie die jetzt hier steht? Ich sag mal, mit allem Service und bla, was ich alles gemacht habe, würde ich schätzen schon so 3, 5 bis 4. Okay. Also schon relativ viel. Ich habe aber, wie gesagt, auch mehr oder weniger als Klo geschnitten. Da kann man deutlich mehr Glück haben als ich, weil die Dinger halt auch sehr zuverlässig sind. Ja, okay. Aber sonst, Leute, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera erkennt, ist das Ding wirklich hier in einem 1A-Zustand optisch. Ja. Was jetzt so war, im letzten Monat war die Lichtmaschinendecke dicht und undicht. Mhm. Haben wir jetzt auch wieder dicht gemacht. Und jetzt bleibt das immer wieder drin, aber. Ja. Sind halt Altersschwächen. Ja, gut, dann würde ich sagen, fahre ich mal los. Muss ich sonst noch irgendwas beachten beim Fahren? Wie gesagt, ABS nicht. Etwas weicher an die Bremsen gehen, aber die Bremsen sind gut. Ja. Mehr so ein Roll-On beim Gas, etwas später. Okay. Aber sonst eigentlich alles easy. Ich mache dir auch schon mal an. Ja, okay, alles klar, top. Okay. Alles klar, dann bis gleich, ne? Boah, ist die Kupplung. Erstmal ein bisschen dran gewöhnen hier. Dü, dü, dü. Huh. Ein Teil, ey. Aber dass das einfach wieder eine 125er ist. Also die andere Shopper, die ich gefahren bin, die war ja schon heftig. Aber dieses Teil, die gibt dann irgendwie ein noch größeres Shopper-Feeling. Halt auch wegen dem V2, denke ich. Und einfach, weil das Ding halt wirklich wie so eine typische Shopper aussieht hier. Es war erstmal ungewohnt zu fahren. Grüßt er mich nicht mal? Hat er erkannt, dass ich 125er Fahrer bin oder was? Und war dazu abgehoben, mich zu grüßen. Grüßt er mich wenigstens? Alter, auch nicht. Was ist das denn? Aber echt schöne Gegend hier zum Motorradfahren. Wo sind wir hier? Südlich von Dortmund, irgendwo zwischen Dortmund und Hagen oder so. Boah, hier geht es aber ganz schön bergauf. Da kommt das Ding ja fast gar nicht gegen an hier. Boah, geil, hier fühlt man sich ja wie im Sauerland. Grüßt er mich wenigstens? Alter, auch nicht. Was ist das denn? Ich habe erst drei Motorradfahrer gesehen und keiner grüßt mich. Haben die irgendwas gegen mich? Was
Also anscheinend wird man nicht so ernst genommen hier drauf. Die gucken mich schon wieder alle so komisch an. Die können wohl den Zaun nicht ernst nehmen. Obwohl er sich von 125er gar nicht mal so schlecht anhört. Aber es ist halt trotzdem auch noch 125er, ne? Darfst du halt nicht vergessen. Und Kollege hier 70. Dann drück mal auf die Hupe hier. Was bremst du denn jetzt? Okay, jetzt war ich doch ein bisschen zu schnell. Boah, die Motorbremse ist ja gleich null gefühlt. Gibt es denn irgendeine Straße, wo man nur auf 100 machen kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Man gewöhnt sich ja echt immer so schnell an Motorräder. Das ist heftig. Aber der Sitz ist mal wieder so bequem, ne? Also hier könnte man gefühlt stundenlang drauf sitzen, man sich einfach wie auf einem Sofa fühlt hier. Aber wo muss ich hier jetzt hin, Mann? Ich kenne mich hier nicht aus. Ah, der erste Mopedfahrer, den ich mal gegrüßt hat hier. Na gut, das war aber auch kein Chopperfahrer. Das andere war alles Chopperfahrer und da hat mich keiner von gegrüßt. Und das wäre jetzt gerade ein normaler Motorradfahrer und der hat mich gegrüßt. Immerhin. Boah, das Ding ist laut ohne Ende, wenn du den auf Drehzahl hältst. Aber kommt nicht aus dem Arsch. Aber ist super handlich. Das auf jeden Fall. Warte, einmal ganz kurz gucken, wo wir jetzt hier genau sind. Und wie ich am besten wieder zurückkomme. Weil ich habe da gerade überhaupt keine Ahnung von. Aber Leute, was hilft da besser als Google Maps? Oh, wir sind ja schon mitten hier in Witten drin. Mitten in Witten. Wie lange fahre ich denn? 12 Minuten? 7,4 Kilometer? Oder fahre ich mal auf gut Glück geradeaus? Einfach hoffen, dass wir irgendwann ans Ziel kommen. Kommt irgendwer von euch noch hier aus der Ecke? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Weil voll oft lese ich immer so, boah, du bist ja fast direkt einmal am Haus vorbeigefahren oder so. Würde mich mal echt interessieren. Ja komm, ich fahre einfach mal rechts. Ich bin Anlieger. Ich habe ein Anliegen, hier durchzufahren. Boah, geht's hier steil hoch, Alter. Ja, und jetzt? Ich kenne mich hier doch nicht aus. Ups. Aber wie überall diese Anliegerfreischilder sind, wirklich egal, wo du langfährst. Hier sieht einfach alles gleich aus. Die Straßen nehmen kein Ende. Ah. Da sieht es doch gut aus. Fahre ich hier mal links. Hier waren wir doch eben schon. Genau. Tipptopp. Ich hoffe, jetzt bin ich schon an der Baustelle vorbei. Perfekten Weg genommen gerade. Ich habe auch einen Orientierungssinn hier. Mensch, Mensch, Mensch. Warte bitte, Kollegin. Dankeschön, das war nett. Obwohl ich überall hinfahre, nur um eure Bikes zu fahren hier. Aber mache ich doch gerne, Leute. Super gerne mache ich das. So, jetzt sind wir ein bisschen Gas hier. Hier ist 70. Boah, der muss aber gut ankämpfen.
dritter Gang war das gerade. Boah, aber hier, was ein Ausblick, Leute. Heftig, heftig. Komm, ich halte mal ganz kurz hier an. Ski. Ist schon ein cooler Ausblick hier. Ups, ausgegangen. Ich bin noch im Leerlauf. Ich wollte mich da einmal kurz einen kleinen Soundcheck machen. Kleiner Soundcheck. Boah, die macht aber gut Fehlzündung. Geht aber eigentlich echt mal gut nach vorne. Also ich bin ja schon lange keine 15 PS 125er mehr gefahren. Aber ich finde aber jetzt nicht, dass die so viel schlechter geht. Schön Rechtsfahrgebot einhalten. Die Formel juckt es natürlich gar nicht. Komm, schaffen wir 100? Junge, fahr doch einfach rechts rüber, ey. Meine Güte, jetzt kann ich nicht schneller fahren wegen dem Rechtsfahrgebot. Ich will die ja nicht von rechts überholen. Aber so, hier ist 100, hier ist nichts los. Warum fährt man auch nicht rechts? Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, das ist ja von Auda. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.